So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, das letzte Mal waren wir hier stehen geblieben, bei den Rettungskapseln zusammen mit Karf. Es ist nur noch eine übrig. Da fehlt die Entscheidung natürlich sehr schwer, was wir jetzt tun sollten. Wir klicken da mal drauf. Das ist die letzte Rettungskapsel und deine einzige Überlebenschance. Nutze die Rettungskapsel, entferne dich von der Rettungskapsel. Ah. Ein Konflikt wie kein anderer. Wir nutzen sie. Schön, dass ihr wieder auf dem Damm seid. Ihr müsst einen entsetzlichen Albtraum hinter euch haben. Ich hatte schon befürchtet, ihr wacht nie wieder auf. Ich bin Karf, ein republikanischer Soldat von der Ender Spire. Wir saßen gemeinsam in der Rettungskapsel. Ihr erinnert euch? So, jetzt sind wir hier auf Taris, dem ersten Planeten des Spiels. Jetzt beginnt das Spiel eigentlich erst. Also jetzt ist das Tutorial zu Ende. Jetzt kommt noch ein schöner, netter Dialog, nicht wahr? Dann sind wir aber durch und dann kann es losgehen. Also, wie gesagt, jetzt auf Taris. Karf hat uns gerettet. Uns irgendwie aus den Trümmern gezogen von der Rettungskapsel. Also, oh, lustig, dass so eine Rettungskapsel mit so einer Wucht aufschlägt, dass man dabei fast umkommt. Hat dann natürlich seinen Sinn vollends erfüllt und... Na gut. Also, ich hatte einen seltsamen Traum, wie eine Vision oder so. Ja, ich bin übrigens Rotbert. Wie sind wir hierher gekommen? Karf, die Stimme vom Kommunikator. Ich erinnere mich. Wo bin ich? Wie bin ich hergekommen? Wir nehmen am besten... Ja, was war das für ein Traum? Gute Frage. Es ist zwar keine Frage, aber man kann sie sich natürlich trotzdem stellen. Wir nehmen einfach mal die Antwort Nummer 1. Das überrascht mich nicht. Ihr habt einen schweren Schlag auf den Kopf bekommen. Da träumt man die verrücktesten Sachen. Kein Grund, sich Sorgen zu machen. Seit Tagen kommt ihr nur hin und wieder zu Bewusstsein. Ein Zeichen, dass ihr noch ziemlich verwirrt sein müsst. Aber macht euch keine Sorgen. Wir sind sicher. Jedenfalls für den Moment. Wir befinden uns in einem verlassenen Apartment auf dem Planeten Taris. Beim Absturz unserer Rettungskapsel hat es ganz schön gekracht. Aber glücklicherweise seid ihr nicht schwer verletzt. Ich habe euch in dem ganzen Chaos erstmal von der Absturzstelle weggezogen und bin eher zufällig in dieses verlassene Apartment gestolpert. Als die Sis auf der Bildfläche erschien, waren wir längst weg. Zahlt ihr nicht mal Miete. Die Sif? Hm, genau. Das ist so ein... Erinnerungsvermögen von einem Goldfisch. So, ich schätze, ich schulde euch mein Leben, danke. Warten wir also hier einfach ab, bis uns die Republik retten kommt. Hm, stimmt. Die Sif? Taris wird von den Sis kontrolliert. Ihre Flotte befindet sich auf einer Umlaufbahn um den Planeten. Sie haben das Kriegsrecht verhängt und eine planetenweite Blockade errichtet. Aber ich war schon in schlimmeren Situationen. In euren Unterlagen steht, dass sie erstaunlich viele fremde Sprachen beherrschen. Ungewöhnlich für junge Rekruten, aber es kommt uns gelegen, denn wir sind auf einer fremden Welt gestrandet. Die Republik kann niemanden an der Blockade vorbeischmuggeln, um uns zu helfen. Wenn wir Bastila gefunden haben und von diesem Planeten wieder verschwinden wollen, sind wir auf uns selbst gestellt. Karf sieht ein bisschen aus wie Gronkh, ist mir auch gerade aufgefallen. Soll uns aber erstmal egal sein? Nächste Antwortmöglichkeiten. Die nächsten Antwortmöglichkeiten. Warum ist es so wichtig, Bastila zu finden? Bastila, das ist doch die aus der Ender Spire, oder? Warum ist das so wichtig? Gute Frage. Der Schlag auf den Kopf hat offenbar mehr Schaden angerichtet als gedacht. Bastila ist eine Jedi. Sie gehörte zu dem Einsatzteam, das Darth Revan, Malak Sith-Meister, erledigt hat. Bastila ist die entscheidende Figur bei den Kriegsanstrengungen der Republik. Die Sith müssen herausgefunden haben, dass sie an Bord der Ender Spire war und haben uns in diesem System in einen Hinterhalt gelockt. Ich nehme an, dass Bastila in einer der Rettungskapseln saß, die auf Taris stürzten.
Der Erfolg der Republik steht auf dem Spiel. Wir müssen sie finden. Wie kann eine Person, selbst wenn es sich um eine Jedi handelt, so wichtig sein? Wenn Bastila eine Jedi ist, kann sie vermutlich selbst auf sich aufpassen. Ist keine Unwahrheit. Woher wisst ihr überhaupt, dass Bastila noch am Leben ist? Auch gut. Vergesst es, ich riskiere noch nicht mein Leben bei dem Versuch, sie zu retten. Habt ihr eine Ahnung, wo wir mit unserer Suche nach Bastila beginnen sollen? Ich würde sagen, wir nehmen... Ja, das ist interessant. Immer gleich wieder das Erste. Und das ist eigentlich der Grundbaustein für Bastilas Wichtigkeit. Ich hoffe, er erklärt uns das jetzt. Ich glaube, es war aber so. Dementsprechend die 1. Bastila ist keine gewöhnliche Jedi. Sie besitzt eine seltene Gabe, welche die Jedi Kampfmeditation nennen. Bastilas Macht kann ganze Armeen beeinflussen. Mit Hilfe der Macht erzeugt Bastila bei ihren Verbündeten Zuversicht und raubt ihren Feinden den Kampfeswillen. Manchmal genügt das schon, um eine Schlacht zu entscheiden. Natürlich sind ihrem Einfluss auch Grenzen gesetzt. Soweit wir wissen, ist große Konzentration vonnöten, um die Technik der Kampfmeditation aufrechtzuerhalten. Der Angriff auf die Ender Spire erfolgte so plötzlich, dass sie keine Gelegenheit mehr besaß, ihre Kampfmeditation einzusetzen. Sie kann froh sein, diesen Angriff überlebt zu haben. So wie wir. Was schlagt ihr also vor, was wir als nächstes tun sollen? Wenn Bastila eine Jedi ist, kann sie vermutlich ja... Okay, das hatten wir. Ja, Carf. Was sollen wir denn machen? Sag an. Bastila braucht unsere Hilfe. Viele Anhänger von Darth Malak operieren mit der dunklen Seite der Macht. Und die Sith haben in diesem Krieg schon mehr als genug Jedi umgebracht. Niemand wird hier nach ein paar einfachen Soldaten wie uns suchen. Mit etwas Vorsicht können wir uns auf dem Planeten bewegen, ohne Aufsehen zu erregen. Ein Luxus, den Bastila nicht genießt. Hier ist die halbe Sith-Flotte auf den Fersen. Sie wissen, wie wichtig sie für den weiteren Kriegsverlauf ist. Der ganze Planet steht unter Quarantäne. Kein Schiff kann starten oder landen. Wenn Bastila diesen Planeten verlassen will, braucht sie unsere Hilfe. Und wir möglicherweise die ihre. Habt ihr eine Ahnung, wo wir mit unserer Suche nach Bastila beginnen sollen? Was habe ich davon, wenn ich helfe? Ich denke, ich probiere es auf eigene Faust. Ja, wenn ich so von diesem elenden Planeten wegkomme, kann ich euch wohl ruhig helfen, Bastila zu finden. Ey, du hast dich noch gar nicht umgesehen. Das ist so, wie wenn man in Urlaubsort reist, wisst ihr, mit verbundenen Augen, im Hotel ankommt. Oh, welch elender Ort. Weg hier. Habt ihr eine Ahnung, wo wir mit unserer Suche nach Bastila beginnen sollen? Ich denke, das nehmen wir doch. Während ihr euch noch erholt habt, habe ich mich ein wenig umgehört. Es gibt Berichte, wonach eine Reihe Fluchtkapseln hier in den Slums runtergekommen sein sollen. Dort könnten wir anfangen. Doch die Slums sind gefährlich. Wir sollten keinesfalls unvorbereitet dort herumlaufen. Ich tue Bastila keinen Gefallen, wenn wir einfach losmarschieren und uns umbringen lassen. Ja. Ja, je früher wir beginnen, desto besser, nicht wahr? Gute Idee. Wir nehmen dieses verlassene Apartment als Stützpunkt. Vielleicht finden wir hier in der Oberstadt ja sogar ein wenig Ausrüstung. Vergesst aber nicht, euch zurückzuhalten. Ich habe schon entsetzliche Geschichten über die Verhörmethoden der dunklen Jedi gehört. Man sagt, die Macht könne fürchterliche geistige Verheerungen anrichten. Angeblich kann sie Erinnerungen auslöschen und die eigene Identität vernichten. Aber wenn wir uns nicht völlig dämlich anstellen, dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Schließlich suchen sie Bastila und nicht solche Knallchargen wie uns. Also gut, Soldat, lasst uns gehen. Carf, der selbsternannte Knallcharge. Neues Wort zum Googlen. 2 Computers und 3 Medikits. Nette Verpflegung hier. So, hier haben wir eine Werkbank. Im Laufe des Spiels findest du Waffen und Rüstung, die als aufrüstbar... Ach doch, aufrüstbar, ja, nicht ausrüstbar. Die als aufrüstbar gekennzeichnet sind. Diese kannst du mit entsprechenden Upgrades verbessern. Mit Upgrades kannst du an dieser Werkbank deine Fernwaffen, Nahkampfwaffen, Laserschwerter und Rüstung optimieren. Ich bevorzuge Lichtschwerter, das werde ich auch so sagen. Laserschwerter klingt irgendwie ein bisschen sehr kindisch. Werkbank benutzen. Haben wir also die Übersicht. Laserschwert, Fernwaffe, Rüstung, Nahkampf, also Lichtschwert, ja. Aufwärmen. Ja, wir können jetzt hier nur den Vibrokling-Prototyp verwenden. Aufrüsten, meine ich natürlich. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich den ausgewählt habe, warum auch immer. Also ausgewählt heißt, dass ich den jetzt an meine derzeitige Ausrüstung angelegt habe, dass ich damit jetzt kämpfen würde. Was jetzt eigentlich nur ein Versehen war. Ist mir aber auch aufgefallen, als ich nochmal durch meine letzte Folge durchgeklickt habe. Da habe ich den tatsächlich angelegt. Habe ich die Klinge tatsächlich angelegt. Nehmen wir doch gleich wieder die andere.
viel besser. So. Was war das denn? Okay, würde ich sagen, Leute. Dann würde ich hier den Part beenden. Ist jetzt ja nicht so viel passiert, aber... Das ist jetzt eine gute Brücke zum eigentlichen Anfang des Spiels. Dementsprechend bedanke ich mich herzlich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, dann geht's richtig los. Ich würde mich freuen, wenn ich euch hier weiter erfreuen kann mit Videos, mit neuen Folgen. Dementsprechend, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, ciao. Haut rein.